Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wenn es bei Männern alleinstehend heißt, müsste es bei Frauen doch leerstehend heißen, oder? Mein Gesicht beschützt mich vor Sex. Wenn meine Mitbewohnerin mich beim Wichsen erwischt, hat sie dann ein Schleudertrauma? Die beste Verhütungsmethode ist immer noch die Hackfresse. Ich hasse es, wenn am Flughafen dauernd der Metalldetektor wegen meiner stählernen Muskeln auslöst. Habe mir freiwillig Tee gekocht. Das muss dieses Altwerden sein, von dem alle immer reden. Ich konzipiere gerade ein soziales Netzwerk für Baumfäller, bei dem man auf Gefällt klicken kann. Hi, ich bin Johnny Knoxville und das ist Aufstehen am Montagmorgen. Hab mich letztens an Liegestützen versucht. Liegen kann ich, stützen nicht. Und als ich in den Hafen der Ehe einbog, wusste ich nicht, dass dort ein Kriegsschiff vor Anker lag. Rechnung bezahlt. Kennt jemand von euch ein gutes Rezept für Wasser? Eissuppe. Das Schlimme an einer Männergrippe ist nicht das Sterben. Das Schlimme ist, wenn niemand da ist, um dich zu bedauern. Ironie ist, wenn man das Wort Demenz vergisst. Ich, männlich 21, habe meinen Bruder erwischt, wie er Frauenkleidung aus meinem Schrank trägt. Wenn ich einen DeLorean hätte, dann würde ich ihn nur von Zeit zu Zeit fahren. Ich habe zwar bisher noch nie das Innere meines Ohres gesehen, habe aber bisher immer nur Gutes gehört. Die Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft legen den Klimaschutz so lange auf Eis, bis keins mehr da ist. Zu Hause bei den eigenen 4 WLAN-Balken ist immer noch am schönsten. Unterbrich nie eine Frau, während sie schweigt. Das ist ernst gemeint. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen. In meinem Rentenbescheid steht, dass ich später mal kriminell werde. War mir nicht sicher, ob die Milch noch gut war oder nicht. Hab sie dann trotzdem gegessen. Ich habe mir heute früh so sehr den Kopf an meinem Kissen gestoßen, dass ich für 2 Stunden eingeschlafen bin. Ich eröffne einen Paketservice im Nahen Osten mit dem Slogan Pack es an in Pakistan. Mein Arzt sagte vor kurzem, ich sei taub, habe aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Es kann kein Zufall sein, dass Netflix die gleiche Anzahl an Buchstaben hat wie Freitag, Samstag und Sonntag. Yeah, fucking Ming Lee is in the house! Hi, mein Name ist Ming Lee und ich rechne schneller als ein Taschenrechner. Er rechnet schneller, aber nicht richtig. Schulbildung ist kostenlos, in manchen Fällen auch umsonst. Es war im Januar so kalt in Deutschland, mein russischer Arbeitsverleger hat sich einen Schal angezogen. Ein Oberteil hielt er aber trotzdem immer noch für überflüssig. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber.